Moinsen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schlafsalig noch. Ich habe keinen Plan. Wir packen mal die Schaufel weg. So. Wir wollten zum Händler und wir wollten hier, dass die so lange weiterarbeiten. So. Genau, wir haben 20 Picknick-Table. Das können wir erstmal wieder wegpacken. Die können wir nicht verkaufen. Das gibt es nur eine Quest. Ja, nee, das bringt alles nichts. Okay, ja, essen können wir auch schon wieder was. 2 Punkte haben wir. Ja, wir brauchen 3 für den einen Levelaufstieg. Benutzen. Können eigentlich mal wieder ein bisschen wurzeln hier. Was brauchen wir da eigentlich für? Kartoffeln, Pilze und Tierfett. So, Wildbrateintopf und da brauchen wir Wasser für, ne? Gar nicht. Pilze und Kartoffeln sitzen damit aus. Pilze haben wir ein bisschen was. Kartoffeln aber eine. Ja. Wobei mir einfällt. Können hier nochmal eben gucken. Das ist noch am Wachsen. Machen wir noch ein bisschen Fleisch. Ach ja, da brauchen wir auch Wasser für, ne? Und Wasser haben wir gerade nicht da. Doch, 6 Stück haben wir noch. Da machen wir das doch eben. So. So weit, so schlecht. So, der arbeitet. Der arbeitet. Da machen wir noch ein bisschen Zement hinterher. So. Ja, und dann auf zum. Wollte ich die Schaufel nicht ablegen? So. Den wollen wir wieder einpacken, genau. Gut, dann tuckeln wir mal zum Trader. Lassen das hier weiter brutzeln. Sind hier ruckzuck da mit unserem Gäulenbike. Ah, ich muss nächstes Mal dran denken, dass wir ein bisschen mehr in Richtung Motorrad investieren, die ersten Punkte, weil das ist doch wesentlich besser. Kommt also ja wesentlich schneller voran. Und wie oft sind wir hier schon zum Trader gerannt, der auch in der Alpha 18 weiterhin ja, wichtig bleibt. Was ich so rausgelesen habe. I'll sell you goods, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my 44. So. Weg damit. So, da haben wir noch einen. 2319. Nice.
Reicht immer noch nicht für eine Machete, aber die können wir ja auch selber bauen. So, wach mal eben. Was haben wir hier denn Schönes? Griff, Digga, den haben wir noch nicht, ne? Für unsere Schaufel. Brauchen wir den unbedingt? Ja, komm her. So. Den brauchen wir nicht. Zement. Ja, komm her. Können wir zwar billiger selber herstellen, aber... So. Messing immer kaufen. Picknick Table. Gerade im Angebot. 1500 will er da jetzt hören. So, ja, hier, da sind die Steroids. 500. Ja, wenn wir da ein bisschen was von herstellen, gibt es auch Kohle. So, und dann haben wir noch Munition. Also, was haben wir da noch? Nichts Wichtiges. Okay, dann hauen wir den Rest da rein. Oh, 95 Schuss. Das ist doch nice. Das gefällt uns doch. Don't let the door hit you on your way out. Tschüss. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir die Steinchen nochmal mit hier. Moment. Ne, da ist nichts. So, wir brauchen noch ein bisschen Blei. Da gibt es zwar nicht viel draus, hier scheinbar gar nichts. Doch ein bisschen. Guck, dann haben wir die Ressourcen wieder so weit zusammen für die Nacht. Dann können wir in der Nacht noch wieder ein bisschen an der Basis bauen. Vielleicht schaffen wir ja, dass wir das fertig kriegen soweit. Und dann haben wir Tag 21. Müssen dann denken, dass wir noch ein bisschen Beton überbehalten, damit wir unten die Säulen noch verstärken können und zum Reparieren. Dann sind wir eigentlich startklar. Ja, bin mal gespannt. Tag 21 Horde. Die letzte war ja easy. Der 21er dürfte schon ein bisschen anspruchsvoller werden. Wir hatten letztes Mal ja nur einen Booker-Polizisten dabei. Das wird wohl bei Tag 21 ein bisschen lustiger werden. Da werden bestimmt vielleicht schon ein paar Ferale dabei sein. Shit. Hallo. Ah, was mache ich denn? Hier ist der Durchgang. So,
Aber ich denke, dass wir die Basis so aushalten. So, ein bisschen Geld haben wir überbehalten. Dann. Das mal da rein. So, wir haben noch ein bisschen Schwarzpulver da und ein bisschen was von da oder ein bisschen was von. Schrotflintenmunition haben wir jetzt eigentlich genug. Ach, guck mal, wer da ist. Wir machen da noch mal ein bisschen was von. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Muss man nicht immer gleich so ungehalten werden. Wo bist du denn? Hallo? Lass mal sie schreien. Die Frage hat sich erübrigt. Da kommt schon Dicky, aber er kommt nicht von der Schreierin, glaube ich. Hauptsache, die hat nicht wieder eine andere Schreierin gespawnt. Hä? Ich dachte, der war platt. Jetzt aber. Du. Ah, da kommt was. Moinsen! Das war's? Ist ja übersichtlich. Auch keine Krankenschwester? Nee! Ha! Ah, ja, danke. Da ist die Krankenschwester. Ich wusste es doch. Ah, es wird schon ein bisschen... Immer mal eben nach hinten gucken. Den Fehler mache ich nicht normal. Uiuiuiui. So, Banker. Mag ich gar nicht. Jedenfalls hier im Spiel nicht. Und Level Up. 3 Punkte, denke ich mal. Genau. Erstmal mal gucken. Okay, denke mal, das war's. Kommen jetzt nochmal paarweise die Zombies, ne? Die Schreier-Tanten da. So, was war das jetzt? Es war hier und das war da und das war hier. Level 70, Intellekt 8. Also müsste da die 3 Punkte erstmal reinhauen.
So, jetzt müssen wir Level 70 sein. Mal gucken. Oh, da können wir, glaube ich, jetzt auch. Können wir, ne, 6er Sachen können wir, glaube ich, noch nicht machen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Testen wir mal. Ja, Quatsch. Steinaxt. Doch. Siehst du wohl, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Zerlegen. Ja, guck, dann können wir die ja Bogen, ne, Compound-Bogen können wir nicht herstellen, glaube ich. Da fehlt uns, glaube ich, das Rezept, ne? Das haben wir. Plastik, Leder, Mechanical, Klebeband, Schraubfedern, Mechanical. Leder, Plastik, Schraubenfedern. Was war noch? Klebeband, ne? Ja, müssen wir wieder herstellen. Hey, geil. Dann machen wir das auch gleich mal eben. Okay, das andere ist jetzt nicht so wichtig. Das sind ja also so erstmal 5er. Das können wir daher bei Zeiten noch machen. Obwohl den Vorschlag haben. Den können wir eigentlich noch eben. Die sind auffällig. Aber ist das? Nee, das lass. Ja, okay. Nee, doch, machen wir doch. Ich denke gerade, man könnte das ja auch machen, wenn wir Stahl haben, dass wir dann gleich Stahlsachen machen können. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Dann lass uns den mal noch einmal machen. Und haben wir hierfür noch. Jo. Den können wir auch noch machen. Oh ja, Messer ist nicht so wichtig. Ja, schön. Nice. So, hier haben wir ein bisschen Beton. So, 670 Beton immerhin. So, 234 Schuss davon, knapp 400 Flintmunition. So, das sollte reichen. Haben wir hier, haben wir. Mods haben wir da drin. So. 400 Tacken können wir den auch wieder verdickern. Ist ja auch nicht verkehrt. So, Schraubenschlüssel ist schon Level 6. Sieht hier aus. Ja, das dauert noch. Da können wir auch schon wieder. Ja, da machen wir noch ein bisschen mehr. Komm her. Da siehst du. Läuft.
läuft doch. So, der bringt auch 470. Kann man schon wieder zum Händler tapern. Ja, Eisen brauchen wir nicht so viel. Ne, lassen wir lieber Stein weiter einschmelzen. Stahl haben wir schon was. So, der ist auch fertig. Haben wir da einen Mod drin? Jo. Den Bunkerbuster. Warte, was bringt das? Das ist ja nicht viel kaputt. 212. Wenn ich den jetzt repariere. Ne. 233, naja, okay. So, den können wir auch verdickern. Gut, der ist ja auch gleich fertig. Da haben wir aber keinen Mod drin, ne? Nee. Den behalten wir mal am Mann, damit ich daran denke, dass ich einen davon in der Blutmondbasis deponiere, damit wir da auf jeden Fall immer was zum Reparieren haben. So, hier machen wir mal Päuschen. Denn wir sind wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.